So, wir gucken uns jetzt an. Das finde ich geil. Was macht eigentlich Jefferson for Fun? Schalkes letzter Flügelspieler. Flügelflitzer. Schau das Arsene Wenger Abseitsvideo. Nee, Bruder. Nimm's mir nicht übel. Aber Arsene Wenger, der ist ein super Trainer gewesen. Absolut viel Respekt vor dem Mann. Aber irgendwas ist mit dem Kollegen passiert, seitdem der aufgehört hat, Fußballtrainer zu sein. Haut der irgendwie alle 5, 6, 7 Monate mal irgendeine Aussage raus mit irgendwelchen Vorschlägen, die einfach kompletter Kappe sind. Ich glaube, der hat sich letztens auch irgendwie eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams gewünscht. Ganz wilde Geschichte. Was macht eigentlich Jefferson? Man merkt, dass du RB persönlich nicht leiden kannst und sie bloß nicht loben oder was anerkennen willst. Okay. Jefferson Fafan, wir gehen rein. Was macht eigentlich Jefferson Fafan? Der Mann, den sie in seiner Heimat liebevoll La Foquita, das Seehündchen, nennen, ist ein Volksheld in Peru. Er gewann bei jeder seiner Stationen Titel und wird von Schalke-Fans bis heute für seine legendären Champions-League-Spiele gefeiert. Das ist seine Geschichte. Jefferson Agustin Fafan Guadalupe wurde am 26. Oktober 1984 in Villa El Salvador, einem Stadtteil der peruanischen Hauptstadt Lima, geboren. Er wuchs bei seiner Mutter auf, da sein Vater als Kaufmann häufig auf Geschäftsreisen war. Seine fußballerische Karriere startete, als er im Alter von 9 Jahren in die Jugend des heutigen Erstligisten Deportivo Municipal wechselte. 1999 ging er mit 14 in die Jugendabteilung von Alianza Lima. Der Verein ist mit 24 Meistertiteln der größte der Hauptstadt. Dann gespielt, ne? Sein Profi-Debüt absolvierte er bereits im Alter von 16 Jahren. Geil, mit den folgenden Spielen entwickelte sich Fafan zum Star der Mannschaft und wurde 2002 zum Spieler des Jahres gewählt. Der Flügelspieler gewann zwischen 2001 und 2004 dreimal die peruanische Meisterschaft und wurde 2003 und 2004 zu Perus Fußballer des Jahres gewählt. Für Fafan war der Wechsel nach Europa der nächste logische Schritt in seiner Karriere. Und so wechselte er im Sommer 2004 für geschätzte 3,5 Millionen Euro zur PSV aus Eindhoven. Für den niederländischen Spitzenklub erzielte er in seiner ersten Saison 9 Tore. In der UEFA Champions League erreichte der Peruaner mit seiner Mannschaft in der Saison 2004-2005 überraschend das Halbfinale. Ein Tor unterlag dort allerdings der Weltauswahl des AC Mailand. Krass, das wusste ich gar nicht. Die Saison war für die Rot-Weißen mit dem Van Bommel war ja auch noch da, stimmt. Aus Meisterschaft und Pokal dennoch ein voller Erfolg. Auch in den Folgen. Ist halt so geil, wenn man sowas erfährt, was halt einfach so vor seiner Zeit, also vor der eigenen Zeit war, weil, Bruder, 2004, da war ich 6 Jahre alt, als ob ich da irgendwie groß Champions League verfolgen konnte, wer da irgendwie im Halbfinale stand. Voll geil, solche Informationen. In den 3 Jahren dominierte Fafan mit seinem Team die Eredivisie. Ich dachte immer nur, dass Fafan einfach in der Eredivisie ein krasser Ficker war, aber dann hat er anscheinend schon auf dem europäischen Parkett richtig auf sich aufmerksam gemacht. Geil. Und konnte insgesamt in 4 Jahren bei der PSV 4 Meistertitel einfahren. Für ihn persönlich lief es dabei sehr gut. Der Flügelspieler erzielte für das Team in 170 Spielen 67 Tore und bereitete 25 weitere vor. Dabei kam er, abgesehen von seiner letzten Saison, im PSV-Trikot wettbewerbsübergreifend immer über 20 Tore. Trotz einer durchwachsenen Saison 2007-2008 machte ihn der FC Schalke 04 im Sommer 2008 mit einer Ablöse von 10 Millionen Euro zum bis dato teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Bei den Königsblauen erlebte Fafan sowohl Höhen als auch Tiefen. Nach einer durchwachsenen ersten Saison gelang ihm mit Schalke im Jahr 2010 die Vizemeisterschaft. Die haben ihn aber auch anfangs so versucht, als Stürmer manchmal einzusetzen, ne? Der hat ja bei Schalke anfangs auch ein bisschen Stürmer gespielt. Die damit einhergehende Qualifikation für die Champions League nutzten die Knappen direkt für einen Lauf ins Halbfinale. Im Achtelfinalrückspiel gegen den FC Valencia machte der Peruaner ein überragendes Spiel und war mit 2 Toren und einer Vorlage maßgeblich am knappen Weiterkommen der Gelsenkirchen beteiligt. Nach einem überraschenden Sieg über... Erinnerst du dich an das krasse Fafan-Tor gegen Leverkusen damals? Der 80-Meter-Sprint, das war so geil. Ja, das war Auswärtssieg, ne? Ich glaube, 1-0 dann auswärts gewonnen, war auch so 88. Minute oder so. Inter Mailand war der Gegner im Halbfinale Manchester United. Zwar verhinderte im Hinspiel ein junger Manuel Neuer fast im Alleingang das drohende Ausscheiden, aber die Red Devils waren für Schalke 04 und Fafan einfach eine Nummer zu groß. Die waren so krass. Im Jahr darauf holte der Flügelflitzer mit Schalke endlich seinen ersten Titel. Im Finale gegen den MSV Duisburg... Was? Nee, das stimmt nicht. 04 und Fafan einfach eine Nummer zu groß. Im Jahr darauf holt... Fake! Fake! Die haben den DFB-Pokal im gleichen Jahr geholt, wo die im Champions-League-Halbfinale standen.
Es war die Saison 2010, 2011, da sind die in der Liga 14. oder so geworden oder 13. waren die komplett scheiße. Aber DFB-Pokal einfach gewonnen. Schön 5-0 über MSV Duisburg rübergebrettert im Finale. Und Champions League Halbfinale. Fake! Gegner im Halbfinale Manchester United. Zwar verhinderte im Hinspiel ein junger Manuel Neuer fast im Alleingang das drohende Aus. Ey, bei meinem Interview mit Manuel Neuer, Chat, das wäre halt ein geiles Interview geworden. Wisst ihr, was ich denn. Ich bin ja ehrlich, ich bin ein guter Interviewer. Wisst ihr, was meine Frage gewesen wäre? Und ohne Scheiß. Da frage ich mich, warum Journalisten sowas nie fragen. Ich finde, das sind immer so viel interessantere Dinger. Wisst ihr, was ich Manuel Neuer fragen wollte? Nach dem Champions League Halbfinale gegen United, vielleicht erinnert ihr euch, ja? Legendäre Szene nach dem Spiel. Schalke hat zu Hause 0-2 gegen United verloren und die hätten zweistellig kassieren können. Weil Neuer halt wirklich alles gehalten hat. Das war wirklich geisteskrank. Und danach ist Ferguson auf den Platz zu Neuer gegangen und die haben sich so 2-3 Minuten richtig intensiv unterhalten. Weil da war schon klar, dass Neuer den Verein wechseln wird. Und bei United stand Van der Sar im Tor, war aber seine letzte Saison. Das heißt, die braucht einen neuen Keeper. Und ich hätte ihn gefragt, was er da, ob er sich erinnern kann, was er damals mit Ferguson geredet hat und ob es halt konkret auch Bemühungen um ihn gab von United-Seite. Weil United hat ja am Ende De Gea verpflichtet und Neuer ist zu Bayern gegangen. Das hätte mich echt mal interessiert, was Ferguson so damals zu dem gesagt hat. Scheiden. Hey, Manuel, good keeper. Come United. Aber die Red Devils waren für Schalke 04 und Fafan einfach eine Nummer zu groß. Richtig, seid ehrlich, richtig geile Frage, wäre richtig interessant gewesen, oder? Real Talk wäre richtig interessante Frage gewesen. Das hätte mich auch richtig interessiert. Darauf holte der Flügelflitzer mit Schalke endlich seinen ersten Titel. Im Finale gegen den MSV Duisburg steuerte Fafan 3 Vorlagen zum 5:0 Endstand bei. Der DFB-Pokalsieg 2011 ist außerdem für Schalke bis heute der letzte Titel, den sie gewinnen konnten. Hey, Zweitligameister, ruhig. Die Saison in Königsblau waren für den Peruaner durchwachsen. Trotz seiner spielerischen Qualität und großen Beliebtheit in der Fangemeinschaft sorgte Fafan des Öfteren abseits des Platzes für Aufsehen. Beispielsweise verlängerte er mehrmals ohne Absprache mit dem Verein seinen Urlaub und kam verspätet von Länderspielreisen. Auch mal mit Übergewicht, ist okay. Drohte der Peruaner seinen Vertrag bei ausbleibender Gehaltserhöhung nicht zu verlängern, was ihm den Ruf eines Abzockers und Söldners einbrachte. Fafan klagten in den Folgejahren immer wieder Probleme mit dem rechten Knie und so absolvierte er aufgrund eines Knorpelschadens fast ein Jahr lang kein Spiel mehr für die Klasse. Aber er kam zurück und war wieder krass. Das war neben seinem fortgeschrittenen Alter auch ein Grund für den Verkauf im Sommer 2015. Jefferson Fafan galt immer als unglaublich. Stimmt, da weiß ich noch. Da kam Fafan wieder und hatte auf einmal so eine komische Undercut-Frisur. Das sah ganz anders aus. Für den Verkauf im Sommer 2015. Jefferson Fafan galt immer als unglaublich schneller Flügelspieler. Während seiner Zeit bei Schalke bestach er weniger als Vollstrecker, sondern vielmehr als ein Vorbereiter. Unzählige seiner Flanken, Ecken oder Pässe führten zu Schalker Toren. Vor allem auf internationaler Bühne wusste er mit seinen Leistungen häufig zu überzeugen. Weitere seiner Offensivstärken liegen im Dribbling und im Abschluss vor dem Tor. Zudem arbeitete der Peruaner stets Ich gestern mit Roman Weidenfeller darüber unterhalten, wie geisteskrank auch Shinji Kagawa war, bevor er zu United gegangen ist. Gleiches Thema. Er war bei Dortmund so ein Baller, geht zu United vorbei. Sprich mit nach hinten und unterstützte so seine Außenverteidiger in der Defensivarbeit. Wobei ich glaube, die erste Saison von dem bei United ging noch klar, ich weiß nicht mehr. Nicht zu vernachlässigen ist ebenfalls, dass er ein sicherer Elfmeter- und Freistoßschütze war. Nach 7 Jahren bei Schalke. Das meine ich, das war eine wilde Frisur. Sogar mit Strich. Übergang weiß ich nicht, aber die Probleme hat früher jeder gehabt. Es gab so eine Zeit, 1-2 Jahre lang, da die Deutschen kannten das Wort Übergang nicht. Ich weiß, ich war auch mit drin. Übergänge hat einfach damals irgendwie noch keiner gemacht. Wir waren da ein bisschen late to the party irgendwie. Er verließ der Flügelspieler den Ruhrpott und wechselte im August 2015 in die Vereinigten Arabischen Emirate zum Erstligisten Al Jazeera. Der Club aus Abu Dhabi zahlte für Fafans Dienste eine kolportierte Ablösesumme von 7 Millionen Euro. Es war halt so krass, der Typ war ein Jahr verletzt, war irgendwie schon 30 und die haben uns da 7 Millionen hingelegt. Das war übel der Stil. Allerdings kam er in 2 Jahren nur 12 Mal zum Einsatz und einigte sich anschließend mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung. Safe in den 2 Jahren mindestens 10 Millionen verdient. Geisteskrank. Grund dafür waren Meinungsverschiedenheiten über im Vertrag verankerte Bonizahlungen. Im Januar 2017 unterzeichnete der Peruaner einen Vertrag mit dem russischen Verein Stimmt, der hat doch sogar nochmal eine ordentliche WM 2018 gespielt, Fafan, ne? Der war doch bei der WM 2018 nochmal ganz geil. Moskau. Nachdem Fafan zuvor auch durch seine wenige Spielzeit in den Emiraten sehr inaktiv als Fußballer war, dauerte es eine Weile, bis sich der Ex-Schalker wieder zur Topform spielte. Am 5. Mai 2018 gewann er mit dem Team 1:0 gegen Zenit St. Petersburg und sicherte sich somit den Meistertitel in Russland. Der Stürmer spielte in dieser Saison 32 Mal für den Hauptstadtklub und steuerte 14 Tore und 7 Vorlagen bei, was ihn zum besten Scorer des Teams machte.
Fafan hatte jedoch immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen, wodurch er auch für den Großteil der Saison 2019-2020 ausfiel. Lokomotive ließ daraufhin seinen Vertrag 2020 auslaufen. Geht doch mal über Wärme. In Peru galt Fafan schon sehr früh als einer der talentiertesten Spieler, die das Land je hervorgebracht hat, und war zudem ein großer Hoffnungsträger für die Nationalmannschaft. Sein erstes A-Länderspiel bestritt er am 23. Februar 2003 gegen Haiti. Doch die Beziehung zwischen dem Starspieler und dem peruanischen Fußballverband war nicht immer einfach. 2007 wurde Fafan mit drei weiteren Spielern, darunter auch Claudio Pizarro, bis auf Weiteres aus der Nationalmannschaft suspendiert. Grund dafür war die unerlaubte Zunahme von Alkohol und die Missachtung von weiteren Regeln. Das passt so sehr zu Fafan. Also, ich will jetzt nicht sagen, wo es herkommt, aber aus dem Gelsenkirchener Umkreis gab es mal eine Line, die hieß: Wer zieht den Huren an den Hahn? Jefferson Fafan. Und den lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Einfach mal im Raum stehen lassen. Im Sommer 2008 begnadigte der peruanische Fußballverband die Spieler. Einfach mal im Raum stehen lassen. Bei der Copa America 2015, bei der Peru den dritten Platz erreichte, war er wieder Teil des peruanischen Turnierkaders und wurde in 4 Partien eingesetzt. Ebenfalls stand er im Aufgebot Perus für die WM 2018 in Russland, bei der die Fußballnation nach 36 Jahren ohne Weltmeisterschaftsteilnahme wieder auf der größtmöglichen Bühne antreten durfte. Lassen wir mal so stehen, der Mann wusste, wie man gut feiert. Jefferson Fafan war einer, der hatte oft eine gute Zeit. Mit 2:0-1 Niederlagen gegen Dänemark und Frankreich sowie einem 2:0-Sieg gegen Australien schieden die Rot-Weißen mit Fafan als Gruppendritter aus. Fafan stand gegen Dänemark in der Startelf und wurde gegen Frankreich eingewechselt. Für sein Land konnte der Ex-Schalker in 94 absolvierten Länderspielen 23 Tore und 9 Vorlagen beisteuern. Er ist damit hinter seinem guten Freund Paolo Guerrero der zweitbeste Torschütze in der Geschichte Perus. Nachdem Fafans Vertrag in Moskau nicht verlängert wurde, bahnte sich im März 2021 nach über einem halben Jahr der Vereinslosigkeit die Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Alianza Lima an. Nach der Ankunft des ehemaligen Außenbahnspielers konnte sich Alianza direkt die peruanische Meisterschaft sichern. Fafan fungierte dabei in der Rolle des Backup-Stürmers und half der Mannschaft mit seiner Erfahrung. Heute lässt der 37-jährige Ex-Schalker seine Karriere bei seinem Jugendclub in Peru 10. ausklingen. Geil. Was sagt ihr zu Jefferson Fafan? Hätte er mehr aus seinem Talent machen können? War er zu sehr auf Geld und zu wenig auf den Fußball fokussiert? Schreibt es... Ach, Jefferson Fafan hat doch eine 10 von... Also, ohne Scheiß, ich glaube, so eine Karriere von Jefferson Fafan würde ich fast genauso nehmen. Der hat gutes Geld verdient, hat richtig gut Fußball gespielt, ist in seiner Heimat beliebt, ist bei den Verein, wo er gespielt hat, beliebt und hat ab und zu mal einen über den Durst getrunken. 10 von 10 würde ich genauso machen, Junge. Scheiß mal darauf, dass man so ein Vorzeigeprofi ist. Ab und zu mal einen über den Durst trinken, sich aber mit keinem verkrachen, ist doch alles gut. Bis in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren. Ja, ab und zu, er hat gelebt, der Bruder. Der Mann war erfolgreich und hat gleichzeitig gelebt. Außer beim Verband, ja, da war schwierig. Und ich glaube, der Bruder hatte auch ab und zu mal ein bisschen Stress mit dem Kollege Tönnies, aber mein Gott, passiert halt.